Vom Kleingrundbesitzer zum mächtigen Herrscher eines Imperiums. Das ist dein Ziel, wenn du dich auf das Abenteuer Dominion einlässt. Verwirkliche deine Träume und baue dir ein florierendes Reich auf. Und das schneller und effektiver als deine Mitspieler. Dominion ist ein Kartenspiel für 2 bis 4 Spieler, mit 2 Basisspielen oder den zusätzlichen Basiskarten sogar für bis zu 6 Spieler. Jedes Basisspiel und alle Erweiterungen enthalten einen Sortierstreifen, um alle Karten einfach und übersichtlich in die Schachtel einzusortieren und aufzubewahren. Für jedes Spiel benötigt ihr die sogenannten Basiskarten. Das sind die Geldkarten Kupfer, Silber und Gold, die Punktekarten Anwesen, Herzogtum und Provinz sowie die Fluchkarten und die Müllkarte. Diese sind in jedem Basisspiel sowie der neuen Basiskartenerweiterung enthalten. Legt die Basiskarten vor jedem Spiel in die Tischmitte. In jedem Spiel benötigt ihr außerdem 10 Aktionskartensätze. Jede Erweiterung, mittlerweile gibt es 8 davon, bringt neue Aktionskarten und damit Abwechslung ins Spiel. Für das erste Spiel empfehlen wir euch, mit diesen 10 Kartensätzen zu spielen. Legt diese ebenfalls in die Tischmitte. Das ist für das gesamte Spiel euer Vorrat. Vor euch befindet sich euer Spielbereich. Links der Nachziehstapel, in der Mitte eure Spielfläche und rechts der Ablagestapel. Zu Spielbeginn erhält jeder Spieler 7 Kupfer und 3 Anwesen. Dieses noch sehr bescheidene Reich müsst ihr im Spielverlauf vergrößern. Das heißt, ihr müsst euch euer eigenes Dominion aufbauen. Die Karten werden gemischt und links von euch als Nachziehstapel bereitgelegt. Dann zieht ihr 5 Karten von diesem Stapel und nehmt ihn auf die Hand. Dominion wird in Zügen gespielt. Der Spieler, der am Zug ist, spielt nacheinander 3 Phasen in genau dieser Reihenfolge. Zuerst die Aktionsphase, dann die Kaufphase und zum Schluss die Aufräumphase. Aber später mehr dazu. Spieler 1 hat beispielsweise 4 Kupfer und ein Anwesen auf seiner Hand. Die Aktionsphase entfällt, da man zu Beginn des Spiels noch keine Aktionskarte hat und diese erst im weiteren Spielverlauf kaufen kann. Spieler 1 geht zur Kaufphase über. Er hat pro Zug einen freien Kauf zur Verfügung und kauft mit seinen 4 Kupfer die Miliz. Er legt die 4 Kupfer vor sich in den Spielbereich. Die gekaufte Karte wird auf den Ablagestapel gelegt. Sie darf nicht sofort verwendet werden. Dann ist die Kaufphase zu Ende und der Spieler beginnt aufzuräumen. Alle gespielten Karten und die Karten, die sich noch auf der Hand befinden, wandern auf den Ablagestapel. Normalerweise dürfen keine Karten für den nächsten Spielzug aufbewahrt werden. Außer die Anweisung auf einer gespielten Aktionskarte sagt etwas anderes. Der Spieler zieht sofort 5 Karten nach. Jetzt ist Spieler 2 an der Reihe. Er muss ebenfalls die Aktionsphase überspringen, da er keine Aktionskarte auf der Hand hat. Er legt seine 2 Kupfer vor sich hin und kauft mit dem einen freien Kauf, der ihm zur Verfügung steht, einen Burggraben. Dieser wandert sofort auf den Ablagestapel. Dann räumt auch Spieler 2 auf und legt alle ausgespielten Karten und Handkarten auf den Ablagestapel. Er zieht sofort 5 Karten nach. Spieler 1 ist wieder an der Reihe. Er hat noch immer keine Aktionskarte auf der Hand und geht sofort zur Kaufphase über. Für die 3 Kupfer kauft er sich ein Dorf vom Vorrat. Alle ausgespielten und alle Handkarten werden auf den Ablagestapel gelegt. Nun muss der Spieler eigentlich 5 Karten nachziehen. Da der Nachziehstapel aufgebraucht ist, mischt er seinen Ablagestapel und legt ihn als neuen Nachziehstapel bereit. Dann zieht er 5 Karten. Nun ist wieder Spieler 2 dran. Er hat jetzt 5 Kupfer auf der Hand und spielt diese aus. Er kauft sich dafür einen Markt, legt die ausgespielten Kupferkarten ebenfalls auf den Ablagestapel und muss 5 neue Karten nachziehen. Da der Nachziehstapel aufgebraucht ist, mischt er seinen Ablagestapel und zieht dann 5 Karten nach. Spieler 1 hat jetzt 2 Aktionskarten und 2 Kupfer auf der Hand. Das Anwesen, das ihm zum Spielende einen Siegpunkt bringt, ist im Spielverlauf nutzlos. Ja, eher hinderlich, da es keinerlei Verwendung im Spiel findet und den Kartensatz langsamer macht. Das heißt, die nützlichen Karten kommen später wieder zum Einsatz. Spieler 1 spielt zunächst das Dorf und führt sofort die Anweisungen darauf aus. Er zieht eine zusätzliche Karte und darf 2 weitere Aktionen durchführen. Er spielt nun noch die Miliz aus, die ihm für die später folgende Kaufphase 2 zusätzliches Geld einbringt. Außerdem müssen alle Mitspieler, die keine blaue Reaktionskarte, das heißt den Burggraben haben, die Anzahl der Karten auf ihrer Hand auf 3 reduzieren. Da Spieler 1 keine weitere Aktionskarte auf der Hand hat, lässt er die 2. mögliche Zusatzaktion von der Karte Dorf ungenutzt und geht zur Kaufphase über. Er legt die 3 Kupfer aus seiner Hand vor sich ab. Zusammen mit den 2 zusätzlichen Geld von der Milizkarte stehen ihm 5 Geld zur Verfügung. Er entscheidet sich für einen Markt. Spieler 2 legt in seiner Aktionsphase seinen Markt aus und zieht sofort eine Karte nach.
Dann legt er als zusätzliche Aktion seinen Bohrgraben aus und zieht wieder zwei Karten nach. Er spielt dann von den sechs Kupfer auf der Hand fünf aus und hat durch die Marktkarte einen zusätzlichen Kauf, das heißt insgesamt zwei Käufe, sowie ein zusätzliches Geld zur Verfügung. Er entscheidet sich dafür, einen Holzfäller für drei Geld sowie ein Silber für drei Geld zu kaufen. Er legt alle ausgelegten und alle Handkarten ab und zieht sofort fünf Karten nach. Da sich nur noch vier Karten im Nachziehstapel befinden, nimmt er zunächst diese auf, mischt dann seinen Ablagestapel und zieht noch eine fünfte Karte. In dieser Art und Weise verläuft das Spiel, bis entweder drei beliebige Kartenstapel aus dem Vorrat aufgebraucht oder der Provinzstapel alle sind. Punktekarten sind die einzigen Karten, die zum Schluss des Spiels Punkte einbringen, behindern den Spieler jedoch während des Spiels, da sie im Spiel nutzlos sind und keine Vorteile einbringen. Der Spieler muss allerdings rechtzeitig anfangen, diese zu sammeln, da nur sie zum Schluss über Sieg oder Niederlage entscheiden. Wenn das Spiel vorbei ist, zählen alle Spieler ausschließlich die grünen Punktekarten in ihrem Kartenset, das heißt ihrem Dominion. Der Spieler mit den meisten Punkten hat gewonnen. Dominion ist ein Spiel voller taktischer Raffinesse und überraschender Wendungen. Mit jeder neuen Erweiterung wachsen die Kombinationsmöglichkeiten und so wird jedes Spiel zu einem ganz neuen und abwechslungsreichen Spielerlebnis. Viel Spaß beim Ausprobieren und Spielen und schaut doch bei Gelegenheit auch einmal auf Facebook vorbei. Hier gibt es ständig die aktuellsten Informationen und tolle Gewinnspiele aus der Dominion-Welt.